Das geht aber nicht. Kennt ihr dieses Spiel bei Tabaluga, wo man auf Feldern geht, bei diesem komischen Spiel? So wie ich früher als kleiner Junge immer geguckt. Wo dann das Eis bricht und keine Ahnung. Okay. Laufen wir ein Haar. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man immer auf die blauen Felder muss. Ich gehe auch davon aus, dass man ein Feld nicht zweimal betreten darf. Das sind Vermutungen, die ich habe. Gehen wir dorthin. Wenn ich dort oben nicht hingehe, kann ich die Mitte nur doppelt überqueren, dann klappt es nicht. So. Passiert ja, wenn ich so mache. Ey. Okay, nochmal. Tut mir leid, Leute, aber... Nochmal, Sith-Novizen wie du können sich nicht einmal einfache Aufgaben merken, Akolot. Deshalb wählen kluge Meister bei längeren Erläuterungen kurze und knappe Worte. Der alte Sequencer in der unteren Ebene kann nur aktiviert werden, wenn alle Bodenplatten in der korrekten Reihenfolge aktiviert werden. Es ist also nicht wichtig, was ich drücke, sondern wie ich es drücke und wie oft. Damit alle Platten dieselbe Farbe nehmen, musst du ein Haar abschreiben. Okay, es geht nicht darum, das Haar abzuschreiben. Okay, gut, ich habe schon mal was gelernt. Es geht darum, dass die Buchstaben hier ein Haar ergeben. So. So. Okay, wie würde man ein Haar machen?